Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und heute gibt es mal wieder ein News-Video. Ihr wisst ja, bei mir kommen die News nicht regelmäßig, sondern nur, wenn ich wirklich irgendwas habe, was ich euch mitteilen möchte oder wenn halt so ein, zwei Sachen sind. Und jetzt ist es halt mal wieder soweit. Das eine ist, da geht es ums letzte Projekt. Das letzte Projekt, was ich hochgeladen habe, war ja dieser Hocker hier. Und ich habe zwei Sachen immer wieder als Kommentar bekommen. Zum einen kam immer wieder, dass ein Hocker auf drei Beinen besser steht. Ja, ich weiß, dass der auf drei Beinen besser steht. Man sieht es ja jetzt hier schon zum Beispiel auf den Tisch, weil der Tisch nicht genau gerade ist. Deswegen, da wackelt er sogar schon auf den Tisch rum. Das würde mit drei Beinen nicht passieren. Er hat aber halt vier, weil die Konstruktion gibt halt nur vier Beine her. Und das Zweite, was mir viele gesagt haben, ist, dass es einfach sehr unstabil ist, wenn ich nur hier oben die Verbindung habe. Und ich muss sagen, es lastet die Kraft ja eigentlich von oben da drauf. Und da ist es schon stabil, ohne Frage. Aber ihr habt wirklich recht, weil wenn ich da auf dem Ding drauf sitze und dann irgendwie so einen kleinen Rutscher mache bloß, dann wirken da seitlich so starke Kräfte mit meinen 63 Kilo, ihr wisst ja, dass mir da unter Umständen schnell mal ein Bein wegbrechen könnte. Und deswegen baue ich mir jetzt nebenbei beim Video einfach hier so ein paar Streben noch rein. So, jetzt habe ich mir die alle wunderbar zugehobelt. Jetzt ist bloß noch die Frage, wie kriege ich die da richtig rein? Also absägen, ist mir klar. Aber wie messe ich mir das jetzt aus? Also, das Problem ist, so genau wie ich mit dem Hocker gearbeitet habe, hat jedes Bein einen anderen Abstand. Irgendwie bin ich blöd. Was haltet ihr eigentlich von der LED-Beleuchtung? Ich habe jetzt die ersten Videos ja geschnitten und die ersten Videos sind jetzt raus mit der neuen LED-Beleuchtung. Ich finde, wenn ich ehrlich bin, dass es ein riesen Qualitätsunterschied ist. Ich mache immer eine Abstimmung oben, schreibt mir mal oder stimmt mir mal ab, wie ihr die Qualität oder ob ihr die Qualität bemerkt, die Verbesserung mit den LEDs. Also ich habe die optimale Lösung zum Ausmessen gefunden, nämlich gar nicht ausmessen. Ich habe es jetzt einfach auf Gärung geschnitten und dann schneide ich jetzt einfach für jede Lücke einfach Stück für Stück immer ein Stück mehr runter und irgendwann passt es dann. Also immer nur ausprobieren, ranhalten, ausprobieren, wegsägen. Naja, wisst schon. Eine andere Sache habe ich noch. Und zwar habe ich wieder was von meiner Amazon-Wunschliste bekommen. Und ich möchte jetzt einmal vielleicht noch eine kurze Info dazu geben. Die Amazon-Wunschliste, die benutze ich für mich. Das heißt, da sind auch Sachen drauf, die sind ein bisschen teurer, weil ich mir die selbst kaufen möchte. Ich möchte nicht, dass mir jemand so teure Sachen kauft. Das habe ich von meiner Amazon-Wunschliste bekommen. Ich weiß nicht, ob derjenige genannt werden möchte. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Aber das Teil kostet über 100 Euro. Das habe ich nicht auf der Liste, damit ihr so viel Geld für mich ausgebt. Das möchte ich bitte nicht. Ich habe kleine Sachen drauf, 5, 6, 7 Euro. Und die sind einfach dafür, falls irgendjemand sagt, ey, ich möchte einfach nur so eine kurze Aufmerksamkeit, so eine kleine Wertschätzung. Aber das ist irre, sowas. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür, aber das ist echt nicht nötig in dem Fall. Danke. Befestigen tue ich die Versteifung jetzt hier einfach mit Pocket Holes. Nichts anderes, da ist kein Leim, weil das ist ja schon geölt, da hält mir eh kein Leim mehr drauf. Ich mache jetzt einfach das mit Pocket Holes und hoffe, dass es einigermaßen hält. Ich will ja da, ich meine, es ist immer noch besser als vorher. Also es ist, wenn ich ehrlich bin, nicht besonders schön. Es ist nicht besonders genau geworden und jetzt wäre es auch nicht mehr schön für Fotografieren und Projekt und was weiß ich. Aber jetzt ist es zweckmäßig. Wenn ich es von Anfang an richtig gemacht hätte, hätte ich das wahrscheinlich irgendwie mit Verbindungen gemacht. Keine Ahnung. Aber naja, Hauptsache ich habe jetzt was dran und das Ding fällt nur mal um. So, und dann gab es ja noch das Video mit dieser Schleifstation, also mit den drei Brettern, die ich aufeinander geleimt habe. Da habe ich auch da wieder einfach nicht richtig mitgedacht, wenn ich ehrlich bin. Weil ihr habt mir hier in den Kommentaren reingeschrieben, mag alles funktionieren, so wie es jetzt ist, aber wenn ich die Steine das erste Mal abrichten muss, das heißt, wenn die das erste Mal irgendwelche Dellen bekommen und ich muss sie wieder glatt machen oben, werden die dünner und dann funktioniert das alles nicht mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt. Also, vielleicht eher nicht nachbauen. Ja, und warum kommen im Moment weniger Videos? Naja, ganz einfach.
Es ist Sommer, wir haben draußen 36 Grad und auch ein Holzbastler hat nicht immer Lust, in der Werkstatt zu stehen. Aber ich habe nach wie vor Lust, den Kanal zu machen. Also, weil ich schon einmal, zweimal darauf angesprochen worden bin. Nein, es geht nicht. Es geht jetzt nicht bergab und ich höre jetzt nicht auf, Videos zu machen. Sondern das ist jetzt einfach im Sommer mal einfach 2, 3 Videos weniger. Dafür habe ich im Winter dann einfach mehr Energie, wenn ihr auch mehr Lust habt, Videos zu schauen, dass dann einfach richtig Videos kommen und auch vernünftige und gute Projekte kommen für euch. Mehr ist es nicht. Also, es geht weiter mit dem Holzbastler, keine Angst. Okay, das war's schon. Mehr will ich jetzt gar nicht euch belästigen mit News-Video. In Zukunft kommen wieder vernünftige Projekte. Als nächstes kommt mein Frästischanschlag. Also, ich habe den Fräseinsatz in meiner GTS und da mache ich meinen Anschlag dafür. Gibt es auch schon einige und ich baue halt meine Version davon. Dann baue ich mir ein Spannsystem für meinen Kappsägestand. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen. Ihr werdet es ja sehen, früher oder später. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Holzbastler.